Hallo YouTube, ich habe mal wieder ein Video für euch. Und ja, erstmal eins vorweg, ich bin etwas erkältet. Und ja, deshalb, wenn ich im Video vielleicht kurz huste oder ich meine Stimme verliere, nimmt es ja nicht so übel, weil ja, ich etwas erkältet bin. Okay. Gut, ja, heute habe ich wieder ein Video für euch. Und wie ihr im Titel lesen könnt und auch hier seht, handelt es sich wieder um einen Energy Drink. Beziehungsweise um einen Review-Test von einem Energy Drink. Ja, heute habe ich einen Rockstar für euch, und zwar den Rockstar Juice, Energy plus Juice. Ja, ich denke mal, ich fange mit dem Design wie immer an. Und hier haben wir als die zwei Grund- oder Hauptfarben sind hier Schwarz und Gold. Da fange ich mit dem, ja, fange ich erstmal mit dem Hintergrund an. Da haben wir die Hauptfarbe von der Dose ist Orange, also überwiegend, ja, ist rundum Orange. Und im Hintergrund ist das typische Rockstar-Layout. Da seht ihr immer hier noch in etwas dunklerem Orange Rockstar stehen. Da haben wir immer Rockstar, Rockstar, Rockstar stehen. Rundum haben wir Rockstar stehen. Ja, dann haben wir vorne drauf in Gold und Schwarz unterlegt Rockstar stehen und drunter weiß, jeweils auch schwarz unterlegt. Und unten drunter dann nochmal Energy plus Juice. Hier haben wir dann den Rockstar-typischen Stern in Gold mit einer schwarz- und weißen Umrandung hier. Und dann noch in der Mitte mit den zwei R's, also das typische Rockstar-Logo. Hier haben wir die Geschmacksrichtung vorne drauf, also Mango, Orange, Passion oder Passionsfrucht, Passion Fruit. Und hier unten haben wir Inhalt 500 Milliliter stehen. An der Seite wieder Rockstar-typisch den Rockstar-Schriftzug, schwarz, ja, in schwarz. Den haben wir jeweils dann auch nochmal hier. Und hier steht dann nochmal die Geschmacksrichtung Energy plus Juice. Und hier unten drunter haben wir in weiß Rockstar Juice Energy Drink is designed for those who lead active and exhausting lifestyles. Ja, bevor ich es vergesse, hier oben der Rand natürlich wieder haben wir, ja, hier fange ich hier an. Koffein, Guarana, jeweils in meinem Weiß stehen mit einem goldenen Stern dazwischen. Also Koffein, Guarana, Ginseng, B-Vitamine und Taurin. Ja, dann komme ich ja zu den. Na gut, habe ich das. Ja, hier steht noch mal ein kleiner, nochmal Vertrieb Deutschland, bla bla, hier in Schwarz unter dem Weißen. Ja. Aber das ist ja nicht so wichtig. Dann haben wir hier natürlich wieder die Nährwertangabe, also die Tabelle. Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate, davon Zucker, Fett, davon gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe. Natrium, Niacin, Vitamin B5, Vitamin B12 und so weiter. Dann hier Koffein und taurinhaltiges Erfrischungsgetränk, / Energy Drink, Fruchtsaftgehalt von 10%. Ja, was ich schon mal sehr gut finde. Also ja, interessant auf jeden Fall. Ich habe ihn vor, ja gut, vor einer halben Ewigkeit mal probiert. Also ich weiß jetzt nicht mehr wirklich, wie er schmeckt, aber viele sagen, er soll gut sein. Ja, gut. Und dann haben wir gesagt, die Zutaten: Wasser, Zucker, Apfelsaftkonzentrat 9,3%, Dextrose, Säurungsmittel, Zitronensäure, Kohlensäure, Taurin, Aromen, Mangosaftkonzentrat, okay, 0,3%, Orangensaftkonzentrat 0,3%, Maracuja-Saftkonzentrat 0,1%, Verdickungsmittel und so weiter. Okay, also man sollte Mango, Maracuja, Orange und Apfelsaft auch schmecken. Ja gut, dann haben wir hier unten nochmal der Koffeingehalt, 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Ja, dann nochmal, wie auf jedem Energy Drink, dieses Produkt enthält Koffein und der Genuss wird für Kinder, schwangere oder stillende Frauen und Personen, die empfindlich auf Koffein reagieren, nicht empfohlen. Bitte verzehren Sie das Produkt verantwortungsbewusst. Rockstar Energy Drink darf nicht mit Alkohol gemischt werden. Ja, wird trotzdem gemacht. Also die meisten machen es wahrscheinlich, machen es eh. Ja. Im Inhalt haben wir hier 500 Milliliter stehen, dann unten der Link zur Website www.rockstarenergydrink.de. Barcode und Pfandzeichen. Und hier nochmal, schmeckt eiskalt am besten. Und ja, er ist eiskalt. Mindestens haltbar, bis Sie im Dosenboden an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Ja, und dann haben wir hier ein goldenes Top mit einem roten, ja, roten Tab. Und unten ist es
ganz normal Silber gehalten. Und ja, 29.04.2014 Halbwertsdatum. Gut, das war's zur Dose. Und jetzt denke ich mal, kommen wir zu dem ja, interessanteren Part, nämlich Geschmack. Hol die mal auf und riechen mal dran. Okay, auf jeden Fall riecht er sehr, sehr fruchtig. Also auf jeden Fall kommt immer so ein knalliger, fruchtiger Geschmack entgegen. Geschmack, Geruch. Und ja, man riecht Maracuja überwiegend. Obwohl davon ja am wenigsten drin ist. Gut, farblich, ja, erinnert es an Fanta. Ja, sprudelt nicht so krass. Aber sonst farblich, ja. Ein ja, recht kräftiges, ja, hier im Licht ist es, in der Kamera ist es jetzt ein bisschen, ja, gut, es ist ein kräftiges Gelb, Orange-Gelb, so eine Art. Ja, ich riech nochmal, ups, riech nochmal hier dran. Ja, man riecht auf jeden Fall sehr stark den Maracuja-Saft. Das Konzentrat. Gut, dann probiere ich einfach mal. Aus der Dose natürlich. Okay, also auf jeden Fall erstmal eins vorweg, er ist sehr, sehr fruchtig. Kohlensäure, also er ist jetzt, Kohlensäure schmeckt man, prickelt nicht so kräftig. Was ich auch gut finde, dass man gleich nach dem ersten Schluck, nach dem kleinen Schluck absetzen muss, weil die Kohlensäure zu stark ist oder zu krass ist. Aber wie gesagt, man riecht, wenn man die Dose aufmacht, riecht man Maracuja. Und man schmeckt es auch überwiegend, weil das steht ja drin. Apfelsaftkonzentrat, also ich schmecke jetzt nicht wirklich Apfelsaft raus, vielleicht im Abgang ein bisschen. Ansonsten, ja, überwiegend Maracuja-Saft, wie viel haben wir drin? 0,3%. Und das schmeckt man. Orangensaft, ja doch, Maracuja und Orangensaft schmeckt man. Aber ich glaube, der Maracuja, tut mir leid, der Maracuja-Saftkonzentrat und der Orangensaft, das Orangensaftkonzentrat, also die schmeckt man überwiegend raus. Also den Maracuja-Saft, der Konzentrat, dem dominiert. Ja, ich probiere nochmal. Ist auch jetzt klar, es ist schon recht süß, aber der, ich glaube, ihr kennt den Punch, den Linien, der ist schon um einiges süßer. Also er ist nicht so, gehört nicht zu den süßesten, meines Erachtens. Das ist ja meine, meine Meinung dazu, also mein Empfinden. Aber sonst ist er wirklich, wirklich sehr gut. Also erhebt sich natürlich, klar, die erhebt sich deutlich von den, ja klar, natürlich erhebt sich deutlich von diesen normalen Energy Drinks, von den Standard. Deshalb, und ist eine gute, ja, also für 10% Saftkonzentrat, also mit den anderen. Also er ist wirklich sehr, sehr gut. Schmeckt wirklich, ist gut fruchtig. Und ja. Klar, ich würde den jetzt nicht ständig nehmen, also nicht immer, wenn ich, klar, wenn ich den, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal wieder probiert, ich würde den auf jeden Fall wieder probieren, weil er wirklich gut ist. Und auch, ich kann ihn euch auch empfehlen, also wenn ihr ihn mal bis jetzt noch nicht probiert habt, macht's mal, kann ich euch empfehlen. Ist ein guter Energy Drink, ist nicht zu süß, aber er hat schon eine gewisse Süße, wo man, wo wirklich, ja, wo noch, ja, sag ich mal, akzeptabel ist. Und wo auch man schmeckt wirklich das gute Fruchtige raus. Und ja, ich gebe auch mal wieder eine Wertung für den Ab. Also von 0 bis 10 gebe ich dem ja, 8,5. 8,5 würde ich ihm geben. Also er ist schon recht gut. Also ich würde ihn wieder probieren. Ja, das war's auch schon wieder für meinen. Ja, mein Video, das ist mein Review zu dem Rockstar Juice, Energy Plus Juice. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, was auch immer. Liken, kommentieren, teilen. Folgt mir auf Facebook, die Links oder Twitter. Und Instagram habe ich ja seit neuestem jetzt auch. Der werdet ihr auch immer auf dem neuesten gehalten. Wenn ein Video hochkommt, wird immer was sehen.
Könnt mir auch da folgen, findet ihr alles unten in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen.